Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play World of Warcraft Battlefront aus der leeren Elfen-Warlock. Gut, der gute Draven ist leider wohl wirklich nur in der Allianz aufgetaucht. Zumindest gab es auf WoWpedia keine Referenzen zu ihm, leider, sondern es wurde nur gesagt, dass er in der Allianz-Kriegskampagne vorkommt und wie das Ganze ausgeht. Unser nächstes Ziel ist in dem Fall... Ach Gott, jetzt muss ich wieder den zuhören, Alter. Warum ist das hier hinten? Hier hinten ist doch niemand. Die sehen aber auch cool aus, oder? So ein bisschen Vrykul-mäßig. Tactically speaking. Ja, sprich doch taktisch, Kollege. Oh, hier gibt's wieder Braufest-Tokens. Die brauche ich aber nicht. Alles gut. Alles gut. So, es ist auch ein Moment. Das sieht einfach mega cool aus. Magister Umbrick, Alter. Bester Mann. Da hätte ich gerne einen Leerenstein. Leerenstein, sag ich schon. Einen Ruhestein von, ne? Dass du einfach so diese Void Tear aufmachst und einfach durchgehst oder sowas. Das wäre schon cool. Ja, die Horde wird nicht fallen. Da kann ich dir garantieren. Die Void-Elfen sind, die leeren Elfen sind soweit, sind ready. Und jetzt müssen wir nach Suldasa, ne, dem letzten der drei Gebiete, in dem wir jetzt noch nicht gewesen sind, wo wir nur unseren Dings bis jetzt gemacht haben, unsere einzigen kleinen Außenposten, ne? Die leeren Lösung und die Papierspur. Dann bin ich mal gespannt. Wir haben hier natürlich auch einen kleinen Außenposten von Gallivix, ne, hier ist, ich glaube, Eingang zum Riesenflöt Motherload genannt. Und wir fliegen einfach mal in die Richtung, weil wir sehen hier schon sehr, sehr gut, sehr, sehr viele Mobs. Ich hoffe mal, hier sind noch ein bisschen mehr auf einem Haufen. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen was ranpullen. Pullert mal. So. Damit wir hier ein bisschen schneller vorankommen, ist ein großes Pullen eigentlich immer sehr vonnöten. Von daher sind wir mal gespannt. Ich sag mal, ich bin gespannt, aber ich bin wirklich gespannt. Das ist nicht nur eine Phrase. Ich bin wirklich einfach gespannt, was mit dieser Storyline hier noch passiert. Also ich find's mega, mega gut. Da ist eine Void, ja. Ah ja, super. Was soll ich hier mitmachen? Muss ich überhaupt irgendwas tun? Orders from Gallivix. Okay, also irgendjemand hat hier Befehle. Wahrscheinlich wird es irgendwo bei so einem Hauptmann liegen. Ja, oder in irgendeinem Camp oder sowas. Irgendwo, wo man einfach vermuten würde, dass Befehle liegen. Klassiker, hier sind leider nicht mehr so viele von den Bilgewater-Viechern. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem. So. Bilgewater Fracker. Die müssen wir finden. Da ist einer. Mach das. Alter, das killt dich halt einfach instant. Und dann, es sieht auch sehr, sehr geil aus, ne? Es sieht einfach sehr, sehr geil aus. Mit diesem Portal drüber. Hat was. Hat einfach was. Fände ich mega geil. So ein bisschen mehr in diese Richtung, fände ich ganz gut, wenn WoW da gehen würde, ne? Mehr Void und mehr in diese Richtung, ja? Weniger so Schattenwort Schmerz, ne? Mal kurz husten und dann ist das Ding wieder weg. Sondern wirklich so diese krassen Void-Effekte mit den Portalen und, naja, allem drum und dran. Das fände ich schon ganz geil. Muss ich sagen. Ja, das fände ich wirklich cool. Jetzt wüsste ich nicht, wo ich die Befehle von Gallivix herbekomme. Sehen wir gleich. Wollen wir erstmal ihn noch in die Void lassen. Ah, ganz da hinten. Ah, lädt klar. Es ist wirklich ein sehr, sehr geiler Effekt, muss ich sagen. Also ich mag es echt gerne. Und ich bin mal gespannt, ob jetzt mit 8.3 die komplette Leere schon aufgelöst wird mit N'Zoth. Oder ob wir das wirklich erst im nächsten Addon erfahren. Weil so ein komplettes Void-zentriertes Addon fände ich auch sehr, sehr geil. Also momentan sind ja so die zwei, in Anführungszeichen...
Ideen, ja, der Community, ob es ein Void-Addon gibt oder ein Untot-Addon. Und ich finde beides geil. Also, ich glaube, egal was von beiden es wird, ich würde es feiern. Und, also ich hoffe mal, dass es vielleicht beides wird. So hintereinander halt, ne? Nächstes Addon leere, danach nochmal tot und so. Finde ich cool. Und nächstes Addon tot, danach nochmal leere. Vielleicht kriegen wir jetzt im nächsten Patch einen Zoth nochmal rein, ne? Und Ashara wird verdorben von der Leere, ne? Oder noch, ja, noch mehr verdorben von der Leere, als sie eigentlich schon ist. Wir schaffen es, Enzoth auszurotten, aber die gute Ashara entkommt nochmal. Oder wir schaffen es nur, Ashara auszurotten und der gute Zoth entkommt nochmal. Ähnlich wie Zalatar auch schon entkommen ist, ne? Use Worldpole zu Shivala. Ah ja. In Ataldazar. Soll ich ihn treffen? Na gut, wir haben hier ein Voidportal, warum sollen wir es nicht nehmen? Super. I have much to teach you. Gallivix müssen wir jagen. Oh, der hat auch diesen coolen... Das ist ja geil. Das ist hübsch, dass er sogar diesen eigenen Falken noch hat. Ist cool. Da haben wir Gallivix gefunden. Das ist in einer kleinen Kiste sogar. Oi. Kommen wir jetzt in Ashara raus? Ich habe das Gefühl, wir kommen in Ashara raus. Na? Ja. Also ich fände es halt auch ganz geil, wenn sie so kleine Flares einbauen würden. So, zum Beispiel, wenn ich einen... Kann ich Party crashen, das ist kein Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Magier wäre, einen leeren Magier, und dann würde ich statt den normalen Portalen zum Beispiel Void-leeren Portale machen, wo die Leute halt durchgehen können, das fände ich schon geiler. Das fände ich einfach cool. Wie gesagt, ich bin ein riesengroßer Fan davon, wenn Blizzard, naja, nicht unbedingt als verbündetes Volk oder so, aber wenn sie halt den einzelnen Klassen in den verschiedenen Rassen so ein bisschen, naja, Eigenleben geben. Ne? So früher beim Priester hatte jede Priesterrasse eine eigene Priesterfähigkeit, die nur diese eine Rasse eben als Priester lernen konnte. Zum Beispiel das Fear-Ward, dass er dann auch später letztendlich mitgenommen wurde in Standard von allen Priestern. Und das war früher eigentlich nur für Zwerge zugänglich. Als Nachtelfenpriester zum Beispiel konnte man den Sternen Sog quasi so ein bisschen machen. So quasi das, was der Druide kann, nur halt eben als kanalisierter Zauber mit ständig runter brechenden Sternen, sieht halt wirklich cool aus. Und das vermisse ich ehrlich gesagt so ein bisschen. Ja, aber ich finde es auch ein bisschen schade, dass die Priester innerhalb von den Nachtelfen auch einfach nur diese spezielle Lichtanimation haben, die halt jeder hat. Und da finde ich es halt ganz cool, wenn sie halt das Licht eben, wie sie aber auch mal über Ilun kanalisieren, das eben silbern wäre. Ja, so mondscheinmäßig. Fände ich cool. Weiß nicht, ob Blizzard das jemals einbauen wird, aber geil und wär's schon. Da ist der gute Gallivix. Hat ja gar nicht mehr so viel Life, der Dude. Und sowas ist ein Horde-Anführer, Alter. Das, würde ich reklamieren, Kollege. Also, das geht ja mal gar nicht. Ja. So. Ich kann ihn nicht umbringen. Er ist entkommen. Das sieht ein bisschen aus wie, Maintain focus and control. Alter, wirklich? Du lässt mich jetzt einfach zurück? Ah ja, ich kann doch einfach mit ihm durch das Void. Ich dachte gerade, Alter, Portal, Nordrastil, nein? Muss ja nicht sein. So, wir haben jetzt in Suldasar alles erledigt. Eine goldene Möglichkeit. Okay, jetzt müssen wir schon wieder mit denen diskutieren. Alter, kein Wunder, dass sie nichts geschissen kriegen, ja? Ständig am Diskutieren, was sollen wir jetzt nichts mehr, was sollen wir jetzt nichts mehr? Und die Horde einfach so, Sylvanas sagt, geh. Ja, und wir alle so, ja, alles klar, ne? Wenn da halt einer vorne steht, der die Führung benimmt, dann muss man nicht diskutieren, dann kann man einfach sagen, so, ich, ja, bin hier der Mogo und wir machen das so, wie ich das möchte. Und da merkt man halt einfach, ne, wo gutes Potenzial ist für die Anführer. Ja, hier bei denen, also bitte, ja. Kann man doch nicht ernst nehmen, wie gesagt. Geht doch nicht.
kann man nicht so einfach machen. So. Ich wollte mal Wasserwerfer fragen, ob er daheim ist. Oder ob er heute Abend beim Raid dabei ist. Wir machen nämlich heute Abend Achievement Raid. Mit Achievements, die wir eigentlich schon haben, aber einige Leute waren halt nicht da, als wir die gemacht haben. Und deshalb wollen wir die noch nachholen. Und wir jagen jetzt wirklich Draven. Dann bin ich mal gespannt. Der sieht eigentlich ziemlich cool aus, der Hypogreif. Das Ding heißt einfach Schnellflügel und fliegt einfach, keine Ahnung, Laufgeschwindigkeit, Alter? 7 km/h oder so. Oh, hier so ein bisschen Szenerie. Da fliegen wir. Rum. Eigentlich ganz cool. Ah ja, und wir kommen hier in ein spezielles Gebiet rein. Bin mal gespannt. 2 Battleships. Ist das nicht? Das ist aber nicht da, wo wir wo wir Derek rausgeholt haben, oder? Dachte nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Man könnte auch hier runtertauchen und nachschauen, aber das wäre, glaube ich, nicht so eine schlaue Idee. Hinter den gegnerischen Booten. Okay, kannst du mich jetzt runterlassen, bitte? Das wäre nett. Oder vielleicht, ich meine, gut, ne, das kann ja auch einfach eine andere Map sein für die Kriegskampagne. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie da irgendwie jetzt was anderes gemacht haben. Wo fliegst denn du hin? Okay. So. Wir gucken mal kurz unter Wasser. Ja, doch, oder? Das ist die, wo wir Derek geholt haben. Sieht zumindest stark danach aus. Oder sie haben einfach das Ding ausgeschnitten ein bisschen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. So. Einfach mal 3 Stück. Na gut, für 3 Stück ein Kataklysmus ziehen ist halt schon ein bisschen Overkill, ne? Aber was soll's, ne? Wir sind hier der heftige Warlock. Wir haben grünes Feuer, wir sind lila. Ich mag diese Void-Form auch echt gerne. Thomas Selling. Den kenne ich doch auch, den Pisser. Whoa. Was zum Fick war das? Hätte ich da an dem vorbeischleichen sollen? Weiß es nicht. Okay, da haben wir auf jeden Fall noch ein anderes. Banshee's Vale ist doch sogar das das Flaggschiff von Sylvanas, oder? Okay, du kannst mich jetzt bitte... Alter. Okay, das dauert halt irgendwie ewig. Hui. Vielleicht muss ich auch einfach weiter runtergehen. Weiß nicht, das Schiff hat, glaube ich, noch eine... noch ein Deck. So, hier gibt es auch noch eine Quest. Alter, sind die jetzt respawned? Sieht fast danach aus. Naja, die Crew findet mich bald. Collect Gunpowder. Okay. Kanonenkugeln haben wir gefunden. Die halten ja gar nichts aus. Das ist auch wunderschön. Und zack, bumm, ne? Krach, bumm, Ente. So, und dann brauchen wir noch Feuer. Zack, weg mit dir. Einmal noch das Feuer. Noch einmal. Ist ja schlimm mit denen, ne? Von überall kommen sie hergekrochen. Und haben wir noch einfach mal kein Life. Life is life. La, 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 la. Ne? Kennen wir alle. Hermes Houseband. Ist auf jeden Fall ein guter Song. Muss man mal so sagen. Battle Chest opened. Alter, jetzt ging es ja richtig ab hier. Krasse Lingu, Mann. Wo ist denn diese Battle Chest? Ist die doch über mir?
Da ist sie. Da ist sie. Ah ja, da haben wir Nafanos. Das ist ja interessant. Heroes Bane. Shadowbinding Arrow. Und da kommt leider der gute Falster dann und hilft uns da raus. Aber Nathanos tut mir ein bisschen leid, der gute. Ich mag ihn doch ganz gerne. Prinzipiell. Wäre schön gewesen, wenn er es geschafft hätte. Muss man aber so sagen. Nathanos hätte es schaffen müssen. So, jetzt können wir einmal bei ihm die beiden Quests abgeben. Dann bin ich mal gespannt, wo wir rauskommen. Okay, jetzt müssen wir das andere Hordeschiff bombardieren. Okay. Man sieht schon, wie viel da wieder sind. Ah ja, ich muss natürlich wieder sagen, dass er angreifen soll. Ja, geil. Kann er nicht von alleine. Okay, kann ich jetzt... Was tue ich hier eigentlich gerade? So, die können wir alle mal... die sitzen doch einfach im Wasser, oder? Ist mal ohne Scheiß. Da ist, wie wir von Pokémon wissen, ist Wasser und Blitz verträgt sich nix. Ja. Kann sogar noch reimen da am Ende. Ist es nicht toll? Was ich reimt, ist immer gut, hat schon der Pumuckl immer gesagt. Naja, fast immer, ne? Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Fan von Rap. Außer es ist was zu essen. Essensrap ist toll. Okay, was soll ich jetzt noch machen? Die Segel verbrennen. Okay. Verbrennen wir mal Segel. Da sind noch ein paar Soldaten ertrunken. Jetzt einfach die Segel hinschmeißen. Ja, läuft. Falster hat. Haben wir gut gemacht, ne? Aber da sind wahrscheinlich die Gezeiten-Dudes noch mit dabei. Die helfen da. Huch. Was war denn das jetzt schon wieder? Alter, ich habe dieses Schiff gerade angesteckt. Was ist mit dir? Meinst du, ich bin jetzt... Super. Einfach nur super. Und was uns auf diesem Schiff erwartet, sehen wir erst in der nächsten Episode. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.